Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Shogibanugi Daily hier auf Shogibanugi New Television mit dem Sascha und dem Christian heute. Du sagst Shogibanugi so schnell. Shogibanugi. Am 7. September. 7. September, Geburtstagskind des Tages. Jetzt bin ich gespannt. Gloria Gaynor. Gloria Gaynor? Was ist denn das? Oder auch Gloria Fowles. Das ist ihr bürgerlicher Name. Richtig. Ist eine US-amerikanische Sängerin mit den Disco-Hits wie Never Can Say Goodbye. Never can say goodbye, boy. Oder girl, oder so. I will survive. I will survive. Ist das nicht Weather Girls? Nee. I am what I am? Nee. I am what I am, am what I am. Genau die Gloria hat Geburtstag. Happy Birthday, Gloria. Ja. Gloria, klasse gemacht, ja. Am 7. September 1950 wird unter großen Protesten in Ostberlin das Berliner Stadtschloss abgerissen. Das Berliner Stadtschloss war vorher die Residenz von den Hohenzollern und war dann die Grundlage für die, da wurde der Grundstein für den Palast der Republik dann gelegt. Ah. Verstehst du? Vorher war das Stadtschloss da und dann der Palast der Republik. Die Ossis haben das dann irgendwie platt gemacht und haben dann gesagt, Mensch, da machen wir unser eigenes Gebäude hin. Ja, da machen wir unseren eigenen Stadtschlosskram. Richtig, hin. Genau. Ja. Das war 1950 am 7. Ja. September. Da ging das los. Auch am 7. September haben wir natürlich mitgebracht den Fakt des Tages. Fakt des Tages, nur 1% des Wassers auf der Erde sind trinkbar. Echt? Ja. Der Rest ist salzig. Nicht trinkbar. Nicht trinkbar, okay. Steht hier nicht. Also es sagt nur 1% des Wassers auf der Erde ist trinkbar. Nur 1%? Der Rest, ja. Krass. Ja. Das wär, also ich dachte, das wäre mehr. Ich hätte jetzt auch gedacht, das wäre mehr. Aber es ist tatsächlich nur 1%. Boah. Ja. Was wir jetzt wieder für... Hier, Mädel. Das Wasser da. Das ist von dem 1%. Solltest du nicht machen. Trink ein Bierchen oder trink ein Schnäpschen mit mir. Aber das ist nur 1% des Wassers ist trinkbar. Ja. Und das willst du jetzt nicht verschwenden. Das willst du jetzt nicht verschwenden. Jetzt haben wir euch den Anmachspruch überhaupt am heutigen Tag. So sieht's aus. Ja, am 7. September rausgehauen. Morgen sehen wir uns wieder. Genau. Cheerio, Miss Sophie. Gute.